Okay, ich möchte euch zeigen, wie man das Gelenk von den Crusher Wireless, was ab und zu bricht, mit 3D-gedruckten Teilen austauschen kann. Ich habe jetzt hier zum Zeigen ein schwarzes und ein graues, damit man die besser auseinanderhalten kann. Und so sehen die aus, wenn die frisch vom Drucker kommen. Wenn ihr die Sachen selber druckt, wenn ihr die Teile selber druckt, braucht ihr für das Cleanup entweder eine Feile oder ein Skalpell. Ich empfehle das Skalpell. Könnt ihr einfach im Dollarstore finden, muss nicht besonders scharf sein. Ein Schlitzschraubenzieher würde ich noch empfehlen zum Auseinanderbringen der Teile, falls ihr sie zum probeweise zusammen machen wollt. Zum eigentlichen Ausbau und Tauschen der Teile braucht ihr so einen von diesen fünfsternigen, ich weiß nicht, wie die heißen, Schraubenziehern für zum Beispiel iPhones und so einen kleinen Schlitzschraubenzieher. Könnt ihr für ein paar Euro finden oder vielleicht habt ihr solche ja sogar daheim rumfliegen. Als erstes werde ich mal hier ein bisschen Cleanup machen. Die STL-Files zum Drucken der Gelenke sind in der Videobeschreibung. Einfach nur alle möglichen kleinen Sachen, die mich jetzt gerade stören, schneide ich da weg. Das ist okay. Now, for the important part. Hier bei dem Grauen sieht man, ist so eine kleine Lippe hier drin. Sieht man das? Da. So eine kleine. Ist hier so eine kleine Lippe. Die müsst ihr rausschneiden. Und hier bei dem Schwarzen genauso. Ist hier vorne, ich hoffe, man sieht's, so eine kleine Brücke drin. Die kann man relativ einfach rausschneiden. Vorsicht, dass ihr euch nicht in die Finger schneidet. Indem man auf beiden Seiten einmal reinsemmelt. Raus ist das Ding. Selbe nochmal hier unten. Einmal rausschneiden. Und hier oben. Wenn ihr nur eins der beiden Gelenke ersetzen wollt, müsst ihr das nicht zwingend machen, weil sich das dann so ein bisschen zur Seite schiebt. Wenn ihr aber beide, also Innen- und Außenteil, ersetzen wollt, müsst ihr das auf jeden Fall rausmachen, weil die Teile sonst nicht zusammenpassen. Genau. Dann auf der anderen Seite habt ihr eben, wie gesagt, hier diese kleine Brücke. Müsst ihr rausschneiden. Passt auf, dass ihr euch nicht schneidet. Skalpell ist wunderbar dafür. Ihr könnt es auch versuchen, mit einer Feile rauszufeilen. Das funktioniert genauso. Funktioniert meiner Meinung nach nicht ganz so gut und nicht ganz so sauber. Funktioniert aber auch. Ich mache das jetzt einfach nur hier mal so zum Zeigen. Ihr seht, dann habt ihr hier noch so ein bisschen drin. Dafür könnt ihr dann irgendwie das ausklopfen oder irgendwie eine Nadel benutzen zum Rausholen. Na, komm jetzt her. So. Wunderbar. Und zum Testen nehmen wir einfach mal die zwei Teile. Drücken die hier probeweise zusammen. Na, komm. Top. Passt. Dadurch, dass die natürlich ein bisschen rauer sind als gepresste Teile, müsst ihr gucken, dass wenn ihr die auseinandernehmt, ihr ganz vorsichtig seid, um sie nicht kaputt zu machen. Wenn ihr die in einem falschen Winkel auseinanderzieht, brechen die halt ab. Die sind relativ stabil, aber sind halt auch nicht unzerstörbar. Ah, Kamera verwackelt hier. So. Nochmal auf der anderen Seite. Komm her. Da haben wir sie wieder auseinander. Nichts kaputt gegangen. Wunderbar. Und jetzt zu den eigentlichen Gelenken. Jetzt zum eigentlichen Ausbau der Teile. Ihr habt hier in der Mitte zwei Kreuzschrauben. Die interessieren euch nicht. Die sind nur für das Gelenk hier, dass man den hier so seitlich kippen kann. Wir wollen diese zwei Schrauben. Dafür brauchen wir eben unseren Sterni. Und schrauben die hier vorsichtig auf. Sind relativ lange Schrauben, nicht wundern. Also die sind wirklich ziemlich lang. Da haben wir die erste. Passt auf, dass ihr die nicht verliert. Legt euch die am besten irgendwo sicheres hin. Zum Beispiel eine Tape-Rolle. Dann könnt ihr die schon mal nicht verlieren. Und die zweite Schraube. Mal was gesoffen hier. Okay, haben wir. So, jetzt ist dieses innere Teil hier lose.
So. Das ist hier gebrochen. Und jetzt ganz wichtig. Hier auf dem Gelenk sitzt so ein kleiner Gumminupsi drauf. Das ist ein Lager. Das dürft ihr auf keinen Fall verlieren, weil dafür habe ich leider keine Ersatzteile. Das zweite ist, hängt jetzt hier noch drin, das ist nicht abgehauen, das ist gut. Das versuchen wir dann jetzt hier rauszunehmen. Na, komm her. Und legen das auch zur Seite. Jetzt haben wir ein Problem. Okay, das ist brüchiger als gedacht. Aber kein Problem. Hier, das Ding hängt jetzt noch am Kabel dran. Die Ersatzteile haben extra hier so einen Schlitz, dass man das schön aufs Kabel draufschieben kann. Aber die Originalteile sind halt hier reingebaut. Das heißt, hier müsst ihr einfach... Nehmt dafür vielleicht lieber einen Seitenschneider. Und brecht den einmal hier und einmal da. Passt auf, dass das Kabel natürlich nicht kaputt macht. Wunderbare Sache. Ein paar Mal hin und her. Ups, ups. Und raus habt ihr das Ding. So, jetzt sind wir schon mal das alte innere Teil los. Und jetzt sehen wir, stell mal einen Schraub drauf, sind hier innen drin auch noch zwei Schrauben. Die sind allerdings kreuz und die befestigen das äußere Teil. Das heißt, die lösen wir auch. Die sind nicht ganz so lang, aber auch etwas länger. Und hier habt ihr das äußere Teil. Jetzt kommen unsere Ersatzteile dazu. Und wir fangen auch wieder bei dem äußeren Teil an. Und setzen das hier vorsichtig außen drauf. Festdruckeln, Sitz passt, wackelt der Luft. Nehmen unsere Kreuzschrauben wieder. Und setzen die einfach hier ein. Das ist der einfache Teil. Zieht sie nicht allzu fest an, die müssen kein nennenswertes Drehmoment haben, einfach nur so, dass die halten. Wenn ihr die Sachen zu fest anzieht, macht ihr sie eher kaputt, als dass ihr irgendwas helft. Ja. Solange, dass ihr so einen leichten Widerstand spürt. Ja, das ist jetzt hier. Andere Schraube. Top. Das ist das äußere Teil. Jetzt für das innere Teil, das ist ein bisschen komplizierter, weil wir zuerst gucken müssen, dass wir diese Lager hier reinbekommen. Das heißt, wir können versuchen, die einfach da reinzulegen und hoffen, dass die da drin bleiben, werden sie nicht. Was ich als herausgefunden habe, was ganz gut hilft, erstmal die nicht verlieren, ist, dass ich diese zwei Lager direkt oben, wie so Ohrschützer, auf dieses Ding hier drauflege, festhalte. Und dann senkrecht von oben hier drauflege, so dass das hier schon mal drauf liegt. Jetzt kann ich es nämlich hier mit der Hand gut runterdrücken und festhalten, während ich das andere Teil hier draufschiebe und festdrücke. So. Das ist jetzt schon mal fest und dadurch, dass die 3D gedruckten Teile relativ rau sind, hält es auch erstmal gut fest. Wir müssen jetzt trotzdem noch die Schrauben hier reindrehen. Und man ist jetzt vielleicht versucht, die direkt da so reinzuschrauben. Das funktioniert auch. Aber ein Pro-Tipp für 3D gedruckte Teile und Schrauben sind, man macht die Dinger heiß. Mit einem kleinen Feuerzeug oder so. Und dadurch werden die automatisch in das Plastik reingeschmolzen und schneiden sich ihr Gewinde viel sauberer und schöner. Und dafür hole ich jetzt kurz ein Feuerzeug. Ich habe jetzt hier so ein Gartenfeuerzeug, was so eine schön spitze Flamme macht. Das ist recht praktisch. Was ebenfalls recht praktisch ist, ist, wenn man irgendwas hat, um die festzumachen. Ich zum Beispiel hätte jetzt hier ein Stück Tape, was ich nehmen kann und hier einmal unten durchmache, damit die mir nicht die ganze Zeit rumschuckeln und wegrollen. So. Und jetzt kann ich hingehen und ganz leicht die Schraube heiß machen. Gucken, dass ich die Flamme so halte, dass ich nicht das 3D gedruckte Teil an sich berühre. Und gucken, dass ihr die Schraube danach nicht mehr anfasst. Die wird wirklich heiß und ihr könnt euch da verbrennen. So. Jetzt, wenn ich merke, dass die von alleine so ein bisschen runterfällt und weich wird,
kann ich hingehen mit meinem Schraubenzieher. Hat sie eine gute Temperatur. Und die Schraube festziehen. Natürlich ist gerade meine Kamera gestorben. Hier auch wieder, zieht sie nicht zu fest. Gerade so, dass sie ein bisschen Widerstand hat. Vielleicht noch eine Achtelumdrehung weiter. Und dann dasselbe Spiel bei der anderen Seite. Es sah so ein bisschen aus, als würde ich die Schraube hier unten anfassen. Habe ich nicht. Dann hätte ich mich verbrannt. Ich habe nur den Kopfhörer festgehalten, dass der nicht wackelt und bin wirklich nur auf die Schraube. Verbrennt euch nicht. Passt auf, wenn ihr das macht. Sonst schraubt die Schrauben einfach normal rein. Müsste auch funktionieren. Und genau. So habt ihr neue Gelenke für eure Crusher. Viel Spaß.